nicht drin. Glaube ich nicht drin, nee. Wow. Wow. Doch. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir haben eine Map für das Box of Horrors Mod. Das Box of Horrors Mod? Das Mod? Die Mod, oder? Die Mod, ja. Ja. Die Modifikation. Von Dominik. Von aka Shadow Dancer. Genau. Hat uns schon vor einer Weile geschickt eigentlich. Gut, die Map. Und heute spielen wir sie mal, nachdem wir sie das letzte Mal ja nicht gespielt haben. Ja, die haben wir schon für über einen Monat, glaube ich, bekommen. Und die Map heißt Have Fun. Ja, wie sonst. Mal gucken, ob wir da richtig Spaß haben jetzt. Heute werden wir richtig Spaß haben. So, und gleich mal eine Ankündigung. Wir wollen mal wieder Howling spielen. Nachdem es ja beim letzten Mal nicht so gut geklappt hat. Mhm. Und zwar denke ich ja, dass jetzt die meisten Zuschauer Osterferien haben werden. Die kommende Woche zumindest. Ne? Müsste ja eigentlich ziemlich überall sein. Und ja, und ja, sagt uns mal, was ihr davon haltet. Ob ihr Bock habt oder nicht so. Und ich würde zum Beispiel Freitag jetzt bevorzugen oder gerne auch unter der Woche, ja, weil es nicht zu kurzfristig ist. Am Wochenende klappt wahrscheinlich nicht von meiner Seite aus. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Sehr unsicher. Aber wenn es schon mal so ein paar Leute zusagen könnten, dann wäre das mal eine Überlegung werden. Dann kann ich auch nochmal so ein Ankündigungsvideo machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Büro gestartet sind, einfach so. Ist ja nicht Zufall, ne? Ja, ja. Das ist ja hier eine Custom Map. Ich wollte es nur sagen. Das war schon mal so ein. Das heißt, das kann hier alles passieren. Das ist alles möglich. Ist da unten eigentlich was? Weißt du es noch? Normalerweise ist da eine Keycard, ja. Klar, ja, du hast eine andere bekommen. Jetzt hast du halt noch eine. Das ist ja cool. Was sind das für welche? 2 und 1. Oh. Auch mal was, oder? Im Bürobereich zu starten hier, so. Ah ja, und jetzt kommen wir. Ich habe jetzt keinen blassen Schirm, ob das jetzt eine große Map ist oder eher nicht so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Ich meine, wenn jetzt da Alex B in der Map steht, dann wissen wir schon, das ist unmöglich zu schaffen. Der nutzt ja hier die komplette Fläche vom Map Creator aus. Da ist was dran, ja. So. Bisschen gezuckt. Kannst du mal reingehen? Wollen wir da was wegschmeißen? Na, wir haben jetzt noch. Obwohl, du hast ja eigentlich eine Keycard. Und da drin gibt's auch sonst nur einen Navigator. Wo ist denn jetzt überhaupt her? Der lag auch im Büro. Im Regal. Ach ja, genau, stimmt. Da ist ja auch einer. Du hast die Tür zu. Du machst das jedes Mal. Ist auch blöd platziert. Fällt mir gerade so auf. Ich seh mal rein, machst die Tür zu. Ob man das jetzt so pauschalisiert sagen kann. Immer. Das find ja, jetzt, doch, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Doch, ziemlich immer eigentlich. Also aber ziemlich immer gibt es. Über 75%. Ziemlich immer gibt es nicht. Immer ist 100%. Jetzt haben wir. Die kann man wegschmeißen. Bis ja auf sehr wenige Ausnahmen immer. Was haben wir jetzt eigentlich 2 Navigator? Was will ich denn damit? Ja, Battery hier. Bis du einen auf Ultimate gemacht hast. Weil der eine, den kannst du ja so lassen, der zeigt dir an, wo du schon warst, und der andere, der zeigt dir den Weg dahinter, verstehst du? Hast mich überzeugt. So, oh, wir sind schon. Ja. Ah, ist ja, das ist ja richtig linear aufgebaut. Sind wir ja schon da. Das ist ja alles durchdacht hier. Das ist optimal. Gut. Wieder eine Map, die sehr zu unseren Gunsten ausgelegt ist. So, fangen wir mal an. Wir machen hier Keycards. Keycards. Drucken die uns selber. Das klappt nicht. Nein! Wo bist du? Du kannst es nicht. Hab ich sie schon? Du musst die weiter auseinander platzieren. Ja, sie ist ja weg. Die ist in die Pocket Dimension gefallen. Das ist verkackt. Die ist in die Pocket Dimension. Also hier? Nein, weiter, 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 weiter. Probier's. So. Ins zweite Quadrat rein. So, ich denke, es muss funktionieren. Ja. So. Ich mach aber auf Fein.
weil irgendwie klappt es in letzter Zeit gar nicht mehr mit Reddit. Mach, was du willst. Ja, ich kommentiere doch nur mein Commentary. Commentary. Hallo. Sagt der Gamer immer so, ne? Wie kommst du zu einem weiteren Gameplay-Commentary? Ja, deswegen habe ich gesagt, der hat nämlich heute, glaube ich, ein neues Video. Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Und da steht immer hinten dran Commentary. Ja, der sagt es auch immer so, willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary. Das wird dann so. Das finde ich immer ganz gut. Also mit Level 3 kommen wir nicht weiter, ne? Im komischen. Mit Level 3 kommen wir in 106 und 106 ist eine Level 4. Nee, ich meine, man kann 3 hat die Yuka, glaube ich, gemeint, dass man nicht mehr weiter verbessern kann mit. Ja, ich glaube so war das. I don't know. So war das. Aber eine 3 reicht auf jeden Fall, um in die nächste Zone zu kommen und. In der 106 Chamber bekommen wir einen Level 4 Kicker. In der Level 4 Kicker können wir in dieses Büro mit den Joints gehen. Dort gibt es einen Level 5 Kicker. Das glaube ich, so in etwa. Aber das ist jetzt nochmal wiederholen an der Stelle eine Custom Map. Und da kann ja alles Mögliche passieren. Ja. Kann auch sein, dass wir jetzt zu Gate B kommen. Ohne Kicker überhaupt zu benötigen. So, bloß die schauen halt gleich aus, ne? Zum merken, das ist der normale, das ist natürlich der. Steht er dabei. Ultimativ. Ja, aber optisch jetzt hier manchmal. Die brauchen wir nicht, wobei die können wir mal irgendwo hinschmeißen. Ja, kann man irgendwo placen. Bis von rechts jetzt gekommen, ne? Ja. Ging es da noch wo? Ah. Ja, ich muss auch einfach mal so eine Level 1 Keycard irgendwo hin. Das ist mir hergekommen, aber war da vorher noch eine Kreuzung, wo wir einen anderen Weg nicht gegangen sind? Gott, auf dem Navi. Wieso schmeißt du die ganzen Keycards? Das waren ja alles potenzielle Chancen hier. Du kannst die Keycards ja auch an das Skateboard heften. Echt, geht das? Ja. Sehr cool. Tatsächlich. Batterien kommen. Ich würde es auch nochmal Verifying probieren können, aber ist egal. Da war nichts mehr, das. Oder? Hä, links? Links ist doch der Raum mit dem SCP drin, oder? Nee, links waren, also von uns aus gesehen, links waren wir noch nicht. Nee, wenn jetzt so. Ja, wenn jetzt vor und. Da schon mal. Da kommen wir her. Ja, aber guck doch mal auf die Karte. Ja. Da ist. Da links ist noch was. Ja, guck halt. Was schaut von hier aus einer Sackgasse aus? Ja, wie komme ich da hin? Da komme ich ja nicht hin. Achso, da muss ich den normalen Weg laufen. Achso. Kann ich wahrscheinlich von da aus hin dann. Eventuell. Ja, stimmt, das ist dann da hier, ne? Oder rechts. Das ist doch das, was ich gemeint habe. Das? Ja, ja, das ist das. Genau. Ja, was? Ist der. Den mag ich nicht. Ja, ich finde ganz in Ordnung eigentlich. Das ist ein korrekter Typ. So, jetzt gehen wir. Aber ich habe nichts gegen den. Gamma. Rechts. Alpha, Beta, Gamma. Da Gamma 1. Gamma rechts. Glock. Aha, die gibt es also auch in dem Mod. Oder gibt es in dem Mod alles? Ja, ne? Alles und noch mehr. So ungefähr. Müsste eigentlich. Ich glaub schon, ja. Vielleicht hat hier eine spezielle Funktion. Vielleicht kommt er hier öfter. Oh, die Glocke wollten wir doch mal hier ein Ding tun. Ruff. Jetzt bist du doch gar nicht so weit davon weg. Mach mal. Wer weiß, ob in der Box of Horror Mod dasselbe passiert. Bestimmt. Das, hoffen wir es mal. Wie sieht es aus? Schreiben wir dann in die Videobeschreibung hier. Glocke in 914. Dann geht's ab. Da kam ich ja, ne? Ja, jetzt geradeaus. Da ist 914. Ja. Auf Rough war es, glaube ich, ne? Ja. Oh, geil, Junge. Sind wir gespannt! Ding dong! Wollten wir doch so ewig schaffen. Rough. Was passiert dann? Wir machen hier gerade Kacke. Ich glaube, der Geist wird dann frei oder so. Der materialisiert sich. Ich bleib mal auf Abstand. Da kommt jetzt SCP-096 rausgerannt. Oh. Das wäre natürlich mies, ne? What the fuck? Scheiße. Ist das da immer?
Nee, eigentlich nicht, oder? Auf der anderen Seite ist es aber auch, oder? Ist es jetzt in der Mod oder ist es dadurch, dass wir die Glocke rein haben? Ich glaube, das kommt von der Glocke. Die ist geschmolzen an die Wand. Ja, okay, wir haben... Was ist passiert? Keine Ahnung, irgendwas ist frei. Ich glaube, da kommt eigentlich noch irgendwas auf uns zu, ich sag's dir. Na toll, dass ich wieder spiele. Gehen wir weiter. Ente. So, das heißt, wir müssen hier, glaube ich, dann... Ah, krass, krass. Nee, hä? Ah ja, genau, das war da und dann müssen wir... Warte, ich mach mal nochmal weiter. Da liegt ich habe jetzt kein so gutes Gefühl. Ja, das ist das Sheet von der Glocke, glaube ich. Ah, liegt da nicht normal eine Burnt Note? Nee, die liegt, glaube ich, normalerweise in so einem Tunneldurchgang. Ach, das ist die Blatt, ja, das ist die normale, die blutige Notiz. Na, haben noch Platz. Ah, die kann ich da reinheften. Ja. Tada! Das liegt im Bereich der in Betracht gezogenen Möglichkeiten. Ja, geradeaus würde ich gehen. Ja, ist eine Sackgasse, das ist gut. Oh, da kommen wir nicht rein. Achso, das ist nicht der. Ah, er könnte jetzt da kommen. Na, bist du in der Sackgasse? War doch eine Sackgasse? Hört der Raum dann einfach auf hier? Hä? Jetzt, sag mal, ich hab doch gerade. Nein, das ist. Ach, das ist, weil der. Achso. Guck halt auf den Ultimate, was da dann ist. Na, ist immer eine Sackgasse, ne? Ja. Weiter von. Da kommen wir ja nirgends rein, ne? Nee. Außer bei dem einen Doktor, da hast du ja hier 78, 60. Ah, doch, da kommen wir ja rein. Ah, da steht diesmal nicht die Tür drin, das ist anscheinend echt ein Bug immer sonst gewesen. Mhm. Was macht man hier? Hier ist ja nichts, ne? Geh wieder raus. Ja, tschüss. So, da komm ich her. Nee, da geht's weiter. Nee, ich glaube, da kommst du her, oder? Ja, da geht's weiter. Sicher geht's weiter. Dr. Gears, Dr. Hart, da kommen wir rein, oder? 7, 8, 6, 1, 6? Ja, ich glaube schon. Yay! Yeah. Wo ist der Good Stuff? Da ein Medikit gibt's ja gleich bloß. Achso, hat er kein Weed? Mhm. Schade. Er nicht. Er nicht. jetzt bin ich verwirrt. Da komme ich her, da geht's weiter. Ah ja, das ist gut. Dann bekommen wir jetzt eine Level 4. Karte. Wir haben zwei Medikits, cool. Echt cool, ja. Mach jetzt. Können wir uns healen. Kannst du containen. Okay, hier ist nichts. Der kam noch gar nicht. Stimmt, bis jetzt nicht. Der hat es uns ein bisschen einfach gemacht, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ist alles so konstruiert, dass wir es irgendwie perfekt lösen können. Lauter Keycards. Oh. Aber ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch irgendwas mit der Glocke passiert. Ja. Du musst doch zuerst runter machen. Merken wir auf. Ah ja. Das ist verbuggt. Und dann on, oder? Wenn er drin ist, on, ne? Aber erst wenn er. Nein, das geht drin. Nicht. Nee, das braucht er vielleicht ein bisschen, bis er ah ja, runtergefahren ist. Jetzt. Ja. Scheiße, die Kamera dann ausgeht. Vielleicht werden wir sehen, was da drin abgeht dann. Wie ist SCP-06 das Opfer dann so desintegriert? Das hast du schön gesagt. Seine Einzelteile zerlegt. Meinst du, wir haben ihn? Weil diese scheiß Melodie noch auf jetzt. Ja, es war ja nur die Sound Transmission. Oder was meinst du? Nee, das. Ja, das ist Theme. Immer. Ja, das ist immer. Okay.
Dann können wir jetzt zurück hin. Ja. Ups. Ah, ich will wissen, ob jetzt noch was mit der Glocke passiert. Wenn das alles war, dann ist es ja langweilig. Aber die Zuschauer wollten ja, dass wir das machen. Ja. Ich war für einen kurzen Moment gruselig, weil dann so komischer Ton kam, aber ansonsten. Da geht's jetzt dann schon weiter, ne? Also wir schauen mal auf den, wo wir noch nicht waren. Ja, gehen wir da rechts in die Ecke, was da ist. Soll ich da gehen, ja? Ja. Jetzt haben wir den ja contained. Jetzt können wir noch uns. Kann insofern schon mal nichts passieren. Jetzt müsste noch so ein Nine-Tailed Fox den anderen containen. Alles! Boah, hallo? Achso, das ist das Ding. Okay. Was ist das? Ich kenn's nicht, oder sag nix, ich geh jetzt mal rein. What the fuck? Das kennt. Kennst du das bitte? Das haben wir doch schon mal gehabt. Also ich kenn das nicht. Ah doch, genau, stimmt, da war ein Ding runtergebrochen. Ja, sag bloß. Hä? Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ist auf jeden Fall ein SCP. Sind wir nicht verreckt in der Mitte? Ist das Strahlung? Ja, irgendwie. Ist das hier komisch. Was? Hallo? Ist ja eine Kreuzung, oder? Ist eine Kreuzung. Ja, aber ich glaube, das ist ein SCP. Hier ist aber keine Kreuzung, oder? Hier links und rechts geht's nicht weiter. Hey, was meinst du? Ach, nee, der Raum da unten ist es ja, stimmt. Ja, da ist es, genau. Ne, passt schon. Da, schau, da steht's. SCP, was? 009. 009. Müssen wir jetzt wissen, was es ist. Puh. Eine Kreuzung. Treppenhaus, Kreuzung, Wald. Ja, was es macht, habe ich keine Ahnung. Da geht's nicht weiter. Da muss ich ja nicht dann darüber. Dann dahin. Inserted. Ah, da geht's auch zum Aufzug. Okay. Und da geht's weiter. Hä, hey, da geht's echt nicht weiter. Ja, und wenn du jetzt da direkt rechts gehst? Ah, von da kommst du her. Nee. Hä? Doch, oder? Von deinem Darm müsstest du. Durch die Tür offen gelassen. Nee, sind an allen drei Enden sind Aufzüge. Außer an dem, wo wir herkommen. Achso. Achso, wir sind von da gekommen, wo die Brücke kaputt war, okay. Ja. Ja, gut. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Ich hab was ausgeworfen, Navi. Das sind halt alles Sackgassen, glaube ich, oder? Ne, da geht's weiter, die anderen sind Sacken. Ja. Vielleicht Sackgassen mal checken. Sind das alles Maintenance-Tunnel? Ich hab keine Ahnung. Ne, das sind alles die Zombie-Tunnel, oder? Stimmt, beim Maintenance müsste es drinstehen. Oh mein Gott. Ja, verrunde. Ist es jetzt so eine, ist es einer mit der Sackgasse ein Weg, oder? Nee, das ist der, wo es weitergeht. Ja. Also mit dem, ja, Weg, dann wir brauchen eigentlich keine Sackgassen. Wir brauchen ja keinen. Ja, geht er lang. Ich weiß nicht, vielleicht ist er da irgendwas, was wir noch nicht kennen. Investigaten und so. Ja, dann gehen wir erst zu den Sackgassen, hätte ich gesagt. Und dann geht's dann weiter. Kennen die Box of Horrors Mod ja noch nicht so gut. Ja, das ist das zweite Mal oder dritte Mal, kann man sagen. Ja, geht er lang. Rechts. Da lang. Ja. Ich geh erstmal da lang. Okay, lass runterfahren. Da muss doch so eine Melodie, so eine Fahrstuhlmusik eingeblendet werden. Haben wir hier Radio? Nee, Radio mal kann. Oh, ist der vielleicht hier anders? Dass sie hier immer aufstehen? Na. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Gut. Was ist da los? Nein! Was sind wir? Die was? Sind übereinander gegangen. Ja. Ja toll, wenn wir jetzt da durchlaufen, dann kommen die irgendwo raus, oder? Nee, wenn du jetzt da durchgehst, glaube ich, oder? Und wie komme ich jetzt weiter? Ach, gar nicht. Was? Ja. Nichts passiert, okay. Ja, ja, geh zurück. Schau, wo du langkommst. Es geht auch nicht mehr zurück. Ach, fuck. Ja, fick die Henne. Sollen wir No-Clip machen? Naja, es geht irgendwie nicht anders.
Ich gehe da nicht durch. Ich gehe da nicht durch. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat, um uns zu trappen. Es ist eine Falle. No clip. Oh, ich hasse das mit den Konsolendingern. Das kommt doch voll blöd. Ja. Und ich bin jetzt auch voll wie so ein Idiot vorkommen, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Was noch? Ja, und jetzt, wo müssen wir lang? Ja, da, ja, da ist Aufzug hoch. Ein Stück hoch, das mal. Ja, da musst du doch noch durch. Ah, da muss ich auch noch durch. Ach du Kacke, was hat er hier gebaut? Dann kann ich gleich hochfliegen. Noch ein Stück hoch. Komm, flieg gleich. Nee, mach es gescheit. Mach jetzt gescheit. Ja, genau. Das klappt so nicht. Ah, du verkackst. Du verkackst. Mhm. Bums hat's gemacht. Ja, du musst nicht laufen. Sachhaft. Aber rumstehen ist normal. Time activated. Da ist auch was reingeklippt, oder? Ja. Gut. Next one. Hä, wo sind wir jetzt? Ah, das ist nur eine Kreuzung, glaube ich. Oder? Nee, da waren wir doch in einem. Was? Kita. Was ist das? 409. Kristall. Waren wir da nicht im Livestream? Kann man nicht. Was? Self-replicating object. Da geht's ein Aufzug. Sagt mir, irgendwer hat, glaube ich, was dazu erzählt. Da ist ein Aufzug und da ist eine Tür. Ja. Und da geht's ja weiter. Guck mal da runter. Ja, erstmal da, oder? Erstmal das Viech anschauen, oder? Ja, klar. Sorry. Alles mal auschecken. Meine Zeit. Ne? Der Wahnsinn. Schon grenzwertig hier. Nun splitten wir halt. Maintenance SCP 409. 409. Da geht's eh nicht weiter schon. Oh. Da klippt bestimmt auch das Glas rein. Ah, das ist so unten im Keller, ist das im Dach oder im Dach? Da gibt's ein Dokument. Oh mein Gott. Guck mal, was der macht. Can't carry in. Ja, mach halt die Level 3 Kicker an das Clipboard. So, guck mal. Moment. No physical contact may be made with SCP-409 for any reason. Anything making physical contact must contain in quarantine immediately along with any materials used in the transport of the subject. Das ist aber nicht mal ein Granit Case, oder? We begin to crystallize. Also kein physikalischer Kontakt. Mit irgendeinem Material. Ja, wenn wir es berühren, dann erstarren wir auch zum Kristall. Deswegen muss es in einer Graphit. In einem Graphitgefäß. Ach, das ist das Gefäß, okay. Nee, aber das ist offen. Es ist offen. Und da ist einer. Google. Steht der auf? Nein, der ist ja hier. Oder? Oh, unwirksam. Ja, der schaut ein bisschen aus wie so ein Zombie, ne? So ähnlich. Mhm. Bitte steh nicht auf. Bleib bitte einfach. Willst du mal saven, das dann. Ding? Ich kann gar nicht dran klicken oder so. Achso, geht gar nicht. Aber wir können mal saven. 5, ne? Game saved. Dass wir halt mal weiter. Ein bisschen erschrocken. Ding. Nee, geht. Ja, was kann man da machen dann? Ist da was? Ist da so ein. So Pult? Schaltpult? Kann man nichts machen. Kannst da nichts machen. Das ist ja langweilig. Ja, da muss irgendwas gehen, oder? Scheinbar nicht. Oder hast du. Ne, hast noch. Hast Platz, ja. Also was nicht. Nein, geht's halt nicht. Der steht auf, ich sag's dir. Der Penner steht auf. Siehst du, dass er nicht aufsteht? Wenn wir rausgehen, steht er auf. Ach, Mann. Der steht nicht auf. Kannst du die Tür offen lassen? Ich sag dir, der steht nicht auf. Ja, okay, das ist gut. Was ist das jetzt da hinten? Da ist ja nichts.
Ja, aber warum ist dann das da? Also, es muss doch irgendeinen Sinn haben. Für Maintenance ist das da. Vielleicht wenn man die Door Control. Das Nein. ist dann auf. Ja, so oder nicht? Der ist doch kein Schalter. Ja, der geht alleine auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn da kein Schalter dafür ist, dann geht es nicht auf. Dann hätte es ja nur kippen können. Zu gucken. Sagt ja aber nichts dahinter. Was? Was wo? Da muss er lang gehen, ja. Was wo ist mein Spruch? Burned Note? Ne, Scorched Note. Die brennt ist, glaube ich, in der Pocket Dim. Dim? Taschen. Wie hat der eine gesagt? Taschendimension. Ja. Und der geht nicht. SCP. SCP von Demon Breach. Ich hätte mir SCP gesagt, glaube ich. SCP und. Der geht nicht. Und Taschendimension. Der scheiß Aufzug geht nicht. Küsses. Ah, okay, scheiße. Lex, ah, siehst du am Bildschirmrand? Ja. Wir waren da zu lang dran, glaube ich. Ja. Aber da wahrscheinlich reicht es, wenn man einmal kurz hingeht. Hast du doch Physical Contact gemacht. Ey, warte mal. You don't need. Die Pille bräuchten wir jetzt. Oder also schnell weiter. Speichern, wir haben da gespeichert, wo wir schon dran waren. Das bringt auch nichts. Ja, mehr. Drin, aber. Oder? Gehen wir wieder. Hast du nicht probiert, den aufzunehmen? Sollen wir laden? Ja, wir sind noch nicht tot. Schaut mal, was passiert. Wir können ja eben, wir sehen dann, was passiert. Oh, es geht jetzt. Oh, geht schon weiter. Hier ist schon alles. Oh, Junge, jetzt muss der wieder klicken oder was? So. Oh fuck. Das gilt schon als drin gewesen. Meinst du, der bewegt sich noch nicht? Wobei, das ist ein anderer Gang. Scheiße. Das sind ja mehrere nebeneinander. Bist du, glaube ich, falsch abgebogen. Meinst du? Ja. Ich glaube schon. Irgendwo kommen wir wieder raus. Das sind alle miteinander über diesen komischen SCP. Zusammenschlagen. SCP-Kreuzungsteil da verbunden. Wir fahren. Ja, wir verrecken, meinst du? So. Bräuchte ich jetzt einen Maintenance-Tunnel? Weil da gibt es die Pille. Ja, den gab es hier gar nicht, glaube ich. Das war alles. Ja, den bräuchtest du jetzt. Das ist der auch? Das sind alles solche Tunnel. Tunnels. Ne? Aber beim anderen hat er da noch einen Tunnel gemacht. Nach dem Kristall, der nächste Raum war ja nochmal so ein Aufzug. Der hat noch nicht funktioniert, deswegen bin ich jetzt wieder zurückgelaufen. Achso, war aber Zombie-Tunnel immer auch. Ja, wie viel hat der da gemacht? Nur Zombie-Tunnel? 5. Irgendwie sterben wir doch nicht. Da stand wieder was. An your arms oder sowas. Wir müssen aufpassen. Oh. Obacht. Er liegt noch da. Was machst denn du? Hä? Das ist der Raum von dem. Vom Doktor. Das wird schon stärker, ne? Langsam nervt's. Used many console commands. Ja. Steht dann am Ende da. Achso, er kommt auch so. Ja, aber ich möchte rumstehen. So, ich möchte ganz viel Bewegung bilden. Crystal starting to envelope on your head. Ja. Ja, jetzt ist es zu spät. Nö. Da kommst du nicht ran. Also, schnell komm bitte. Ach nee, das bringt uns jetzt noch echt gar nichts. Hallo. Oh shit.
das bringt vielleicht jetzt was. Nehmen wir keine Verletzung. Oh 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 oh. Jetzt sterben wir. Yeah. Naja, jede Episode muss ein Ende haben. Pile of SCP 409 crystals found and by comparing the list of the dead was found. Was? Achso, dass wir physikalischen Kontakt hatten. Hast es wieder sexuell an dem Kristall vergangen? Wieso? Weil halt! Gut. Haben wir wieder ein paar neue Sachen in der Box of Horrors gesehen? Danke fürs Zuschauen. Liked, wenn wir noch mehr Box of Horrors spielen sollen. Also bis es kein Update gibt, würde ich sagen, spielen wir mal Box of Horrors weiter, jede Woche. Ja. Weil da gibt es scheinbar noch etliches zu sehen. Es gibt viel noch zu entdecken, denke ich. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Ja. Disliked es, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schreibt Kommentare für alles, was ihr uns sonst noch sagen möchtet. Oder auch nicht sagen möchtet. Und ja, vergesst nicht hier Howling. Genau, ob ihr spielen wollt am Freitag oder sonst wann. Oder schreibt, wann es euch passen würde und dann, je nachdem wir die meisten Zeit haben, wenn wir das dann mit uns dann noch vereinbaren können, können wir auch einen anderen Termin nehmen. Und dann gibt es voraussichtlich morgen die Ankündigung. Genau. Abonnieren, wenn ihr nicht schon habt. Teilen soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Spread the word. Wie heißt das? Also, ne? Spread the word. Ja. Genau. Das war's dann. Fürs Erste. Genau. Dann gibt's dann die Woche wieder weitere Horror-Gameplays. Mit Cryo 4 geht's weiter. Cryo 4 und ein Spiel, das wir noch nicht gespielt haben. Ein neues Spiel. Was heißt neu? Also ein altes Spiel, aber wir haben es noch nicht gespielt. Da verraten wir aber nicht zu viel. Da verraten wir natürlich nicht zu viel. Und seid gespannt. Vielleicht funktioniert es ja gar nicht. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.